Und Moinsen, ihr Lieben, willkommen zurück mit einer neuen Frise. Und ein paar Wochen sind es schon wieder her seit der letzten Aufnahme. Ihr werdet es kaum glauben. Ich hatte ja zum Glück ein bisschen vorproduziert. Ich glaube, es ist mindestens 2 oder 3 Wochen her, dass ich das letzte Mal hier vor meinem gemütlichen Computer saß und Aufnahmen machen konnte. Mittlerweile kam Windows 11 raus, ja, hat es mir jetzt direkt erstmal das Mikrofon aus der Einstellung geschmissen. Gerade eben bei Twitch schon mega witzig gewesen. Habe ich so gelacht. Warte, so sehr habe ich gelacht. Einfach kein Ton angekommen, ne? Krass. So, wie dem auch sei. Jetzt sind wir ja wieder da. Ich freue mich, dass ihr wieder mit dabei seid. Und ihr wisst ja, wenn ihr Bock habt, ne, wenn euch der Content gefällt, einfach liken, subscriben und ping, die Glocke läuten. Dann seid ihr offiziell mit am Start und verpasst auch keine neuen Videos. Ja, ihr Lieben, ansonsten würde ich sagen, gehen wir einfach mal nach dieser kleinen Einführung in die Thematik. Technik-Sven wieder am Start, ne? Technik-Sven. Zurück ins Game. Gucken, ob das noch funktioniert. Nee. Falsche Taste? Ja, klar. Und nochmal. Yes. Oh, guck mal. Ehrlich gesagt bin ich mir gar nicht sicher, ob ich im letzten Video auch schon das neue Overlay hatte. Ich habe extra für euch das ein bisschen angepasst, weil ich dachte, ja, jetzt sind wir ja hier aus den ganzen Untoten-Kampagne, bei der Untoten-Kampagne durch. Jetzt sind wir bei den Orks, die wohnen ja, wir kennen es ja alle aus dem echten Leben, dass die Orks eher, sage ich mal, in etwas sandigeren Gegenden wohnen oder mit weniger Fauna, ja, Flora und Fauna. Deshalb habe ich mich jetzt für ein etwas sandigeres Overlay entschieden und habe natürlich extra zu unserer Unterstützung der lieben Thrall mit reingepackt, mit seinem großen Streithammer und ja, auch den Rahmen, sage ich mal, ein bisschen angepasst. Labern wir gar nicht viel drum rum, ne? Labern. Sondern gehen direkt mal rein ins Game. Die Invasion. Achso, ich muss noch einen Tab und Ton machen. Ja. Nee, doch, hab ich. Ja, krass. Was geht? Ungewöhnlich. So, Kapitel 5. Ich weiß gar nicht mehr, was letztes Mal passiert ist. Was war das denn? Na, sorry. Krass, oder? Ich kann mich gar nicht mehr erinnern. Wir sind irgendwie diese Karawane durchgezogen, ne? Und dann irgendwie. Das Blut von Manoroth. Ja, Leute, ey, krass. Kann mich schon gar nicht mehr richtig erinnern. Moin! Naja, wie dem auch sei, wir werden es gleich wieder in Erinnerung bringen, indem wir unsere Brain-Zellen aktivieren. Ja, so los geht's. Brain-Zellen. Kapitel 5, der Schattenjäger. Am nächsten Morgen in den schattigen Wäldern des Eschentals. Esche, ein Baum, wie wir alle wissen. Ein wunderschöner Blätterbaum. So. Oder ist es sogar sowas ein. Lass mich direkt mal googeln, wie das aussieht. Warte mal kurz. Warte mal, jetzt müssen wir einmal wieder gucken. Esche? Ist das so? Ne, warte mal. Ja, doch, oder? Genau. Esche. Ja, so buschig, ne? Ja, so ein bisschen buschig sieht die aus. Guck mal an, da lernen wir direkt noch was hier. Aus der guten Flora. So, beliebige Taste drücken. Yes. Das kommt uns bekannt vor, oder? Ah, stimmt. Wir haben noch den Wald abgerodet. Entschuldigung. Ja, der zerstört selber die Bäume. Drehans, Leute, Drehans. Okay, alles klar. Okay, ist mir echt. Also, wie geht das denn jetzt alles? Okay, wir haben hier irgendwie 4 Lager. Ja, alles klar, okay. Die zerstören jetzt einfach unser Lager. Ich kann nichts mehr machen. Vermute ich mal, oder? Kann ich jetzt das hier noch schnell retten? Mal hier, die kann ich doch. Oh, what? Jo, alles klar. Was geht denn hier ab? Die zerstören meine Lager. Okay. Gut, ey. Ey, dann mache ich das auch mal folgendes. Machen wir jetzt nicht noch mehr? Okay. Wow. Okay, was geht? Schnell weg.
Okay. wir müssen jetzt erstmal. Okay, wir müssen jetzt erstmal zusehen, dass wir hier unser Hauptlager ein bisschen aufbocken. Gucken, ja, was geht denn hier ab? Also, Peon. Brauchen wir auf jeden Fall noch Holz? Ne, 14. Wir haben ja 14.000 Holz. Nee, warte. Jo, krass, ey, Szenario. Szenarios. Was ist denn das hier für ein Szenarios? Szenarios. Oh Gott, ich bin dermaßen lost. Also Katapulte, ne? Können wir ein paar bauen? Wir haben 100 Food direkt. Ob wir das auch noch haben, wenn dann unsere Dörfer kaputt sind? Das ist die Frage, ne? That's the question. Okay, die machen hier einfach alles platt. Das habe ich schon gecheckt. Die bauen das hier auf. Okay, krass. Die wurzeln direkt los und die geht ab. Jo, was geht ab? Alles klar. Fehlt bloß noch hier unten das, oder was? Hier. Kann ich die noch safen? Das wäre so geil, oder? Wenn ich noch die eine Base safen könnte. Ich glaube es wahrscheinlich nicht. Ist wahrscheinlich extra so gemacht. Wie komme ich denn hier überhaupt rüber? Ist hier ein Weg? Oh, jetzt kommen die hier oben schon runter. Holy moly. Die Quest. Verteidigt eure Hauptbasis am rechten Flussufer und dann noch zwei unentdeckt. Okay. Okay, hier kommen wir rüber. Okay, das heißt, die können uns von zwei Seiten angreifen. Die Base, ja, ist. Was? Geht schon hier los? Oh, schon den ersten. Die erste Einheit verloren. Oh! Was geht hier? Ich kann doch die Gegner fressen, ne? Schon alles hier verplant, ey. Oh. Nicht aufgepasst. Oh Gott, das wird schwer. Ich merke das schon. Oh, Äonen. Okay, das ist also auch lost. Na, echt mal zusehen jetzt. Also wir brauchen definitiv erstmal noch ein paar Türme. Ist ja super krass, ey. Lauf! Meister! Holz brauchen wir ja keins, haben wir ja schon geklärt. Mal bloß Jolt. Noch mehr Holz voller? Nee. Hätte ich doch hier unten abziehen sollen, oder? Ah ja, geil, die. Hey, wieso? Wieso kann er das einfach starten und es hört auf? Nee. Das war jetzt aber komisch, dachte ich. Okay, na gut. Würde man das jetzt nochmal zocken, würde ich sagen, man könnte noch die Peons hier safen, aber ist jetzt vorbei. Hier oben ist noch eine Goldmine. Wir haben ja 1000. Ah, ist halt die Frage, ne, ob wir die uns direkt hier schnappen, die Goldmine. Lass mal noch ein bisschen upgraden. Einschnüren. Ja, eigentlich. Quatsch, oder? Kodos waren doch sowieso Imba. Imbär. Die Frage, wollen wir jetzt gleich rüberrushen? Und die wieder zurückholen? Nee. Ja, alles klar. Viel Gerede um nix. Alter, krass. Das wächst ja. Die schießen ja wie die Pilze aus dem Boden. Pilzarius. Ah, alles klar, da kommen wir gar nicht mehr rein dann. Alles klar. Sollen wir erstmal sehen, ja. Okay, also wir kommen jetzt nicht mehr. Doch, wir kommen. Hält mich trotzdem noch an. So, Leute. Ich fress euch einfach. Mir doch egal. Bam. So, gut. Wie ist das mit dem Level Cap? Können noch Level 7 auf jeden Fall werden? Jetzt geht's hier oben weiter. Wie, von allen Seiten. Komm und schnapp ihn dir, Kodo Boy. Hatte schon gar keine HP mehr, aber ist egal. Oh. Na? Eine kleine Illusion immer. Eine kleine Illusion hier. Das Mana des Helden, okay. Oh. Oh. Okay, komm, wir können die doch einfach fressen. Stell dich doch nicht so dumm an, Kollege. Der geht mal weg, der Kollege. So, und jetzt nur noch den hier oben, ne?
Gut. Gut, gut. Hier ist noch so einer. Den lasse ich mal unten. Hier sind noch so ein paar Healer hier herbeibeschwören. Der konnte nicht healen, oder? Ne, das konnte nur der andere Typ. Hier, der hier. Brauchen wir mal zwei Stück von denen und noch einen von denen. So, erstmal hier die Welle, die jetzt ankam, gesaved. Wir sehen, wir haben nur noch 80. 80. Food, Food. Gut, 80. So. Okay. Er spürt eine dunkle irgendwas. Entdecke die Quelle der Macht. Jo, alles klar. Quelle der Macht. Okay. Da würde ich sagen, hier mal hoch, oder? Hol uns hier die Quelle der Macht. Böses Lachen incoming. Oder hier. Warte. Nee. Böse ist im Busch. Ah! Dr. Evil hat gesprochen. Und im Gegenzug dafür, dass ich die Welt verschone, verlange ich eine Million. Nee, wie war das? 100.000 Euro. Oder irgendwie sowas, oder? Hatte der doch gesagt. Eine Million. Viel zu niedrig. Hey, Dr. Evil. Jetzt haben wir wieder 100. Wollen wir noch ein paar Türmchen setzen? Hier, oder? Den mal reparieren. So, was können wir denn noch Schönes upgraden, Freunde? Hier haben wir alles. Haben wir denn hier unten eine Kriegswerkstatt? Ne, das können wir. Das und das und das. Und dann würde ich sagen, bauen wir einfach noch einfach aus reinem Spaß. Begodus! Begodus! Gut. Weiter jetzt. Oh, was hier? Irgendwas? Das X markiert den Schatz. X. Ah. Und jetzt habe ich den aus Versehen zu meinen Kodus. Ah Mensch, ich vergesse doch jedes Mal, ich die fressen kann, ne? Mein Schamane tot, ne, ist doch egal. Hat eh bloß genervt. Loser. Okay, hier ist nichts. Das ist einfach nur ein Joplin-Laden. Da können wir doch mal hier dingsen, ne? Warte, ein Stück zurück. Hier. So, Schriftrolle. Hier. Es wäre so geil, wenn die Kodo sich einfach heilen könnten, wenn die Gegner pudern. Oh, der ist immun? Nee. Der ist immun, der ist nicht immun. Die Kreatur ist zu mächtig, alles klar. Level 6. Okay. Scheint dann zu mächtig zu sein. Die anderen waren bestimmt irgendwie Level 5 oder so. Geht hier. Oh, oh. Wieder geträumt. 4 geht. Level 6 geht nicht und hier Level 4. Ups. Einer weniger. Passt schon, oder? Das ist nicht ganz so tragisch, wenn wir jemanden verlieren. Wir haben ja genug Goldminen. Auf der Map. So, Antimagietrank. Kodoblockade. Du, dich ziehen wir wieder. Naja, ist die Frage, ne? Wollen wir noch ein paar Türme bauen? Wäre vielleicht ganz gut. Wenn die dann wieder hier angerusht kommen, die Freakos. So. So, dann haben wir hier. Genau, das sind die sind die Healer. Schicken wir mal mit hoch. Hier Plätze haben wir noch bestimmt frei. Jo. Das brauchen wir einfach, ne? Bleiben wir erstmal hier stehen. Machen mal die Gebäude platt. Vielleicht ist ja was drin. Ne. Ne. Nö. Nope. Und? Nö. So. Ich würde sagen, wir treffen uns einfach mit den. Oh, nee. Das ist jetzt nicht dein Ernst, oder? Kriegen die das hin? Ah. Warte mal, ich hab doch hier Blitzschild. Blitzschild! Was ist das, Bösewicht? Passt schon. Denke mal, ist in Ordnung. So weit zu Judel. So, den schicken wir noch zum Gold und der kann noch reparieren. Machen wir hier Repair-Modus an.
Repair-Modus activated. So, die beiden setzen einen Heilschutz. Dann Formation. Wollen wir noch ein Heil rausballern? Ein Heil. Wollen wir noch eine Heilungsschriftrolle rausballern? Ne, sparen wir mal noch ein bisschen. Wie viel Gold ist hier drin? 24.000. Jo. Sollte also dementsprechend nicht so schwer sein. Ich baue jetzt nochmal eine Kaserne kurz hier hin. Weil ich nämlich denke, dass die hier oben dann irgendwann zerstört werden wird. Wollen wir noch was upgraden? Einschnüren. Hier haben wir alles, ne? Können wir noch was bauen? Geisterhaus haben wir. Haben wir alles. Was haben wir alles gehackt? Setzen wir noch zwei Kodos hin. Aber ich sagen. Alter, jetzt. Das haben wir alles schon gehackt. Angriffe vom Gegner kommen jetzt nicht so viele. Frage ich mich, warum? Aber mal vom Teufel sprechen. Das ist die Frage, ne? Bauen die einfach die Base weiter oder ist das jetzt bei der Map einfach so, dass die nicht so viel angreifen? Ein geheimer Durchgang? Teste ich mal fix aus. Und? Geht's doch weiter, oder? Das muss ein Geheimnis sein. Ob du willst oder nicht? Nee. Ah, wobei. Guck mal, wie weit wir kommen. So, und? Nee, sieht aus wie eine Sockersee. Sockersee. Sehr gut, das ist fertig gebaut. Fertig gebautelt. Wisst ihr, sobald man die Kodos bauen kann, dann baut man gar keine Orks mehr. Das würde man es wahrscheinlich nur noch im PvP machen. PvP. Fancy Language. Entschuldigung. Oh, ein Portal. Portale können auch übernehmen. Okay, wohin geht das? Oh Gott, jetzt mitten rein in Gegner. Oder? Bin ich jetzt? Okay, aber wie komme ich denn hier hoch? Ich will ja eigentlich hier zur Quelle der Macht. Es geht gar nicht hier lang. Das ist ja jetzt doof. Oder hier lang. Nee, oder? Oh Gott. Achso, bloß normale Gegner. Normale Gegner, ist ja kein Problem, du. Jo, komm. Lass mal die Kollegen hier durch. Oh, Katapult fällt. Nee, doch nicht. Mit dem Heal kann man natürlich die Katapulte nicht reparieren, ne? Ungünstig, sag ich mal. Ist ja ein bisschen ungünstig. Ungünstig, sag ich mal. Geht's hier lang? Ungünstig. Oh. Chef. Moinsen! Ich hau dir mal eine Illusion hin und dann fress ich dann die ganzen Leute. Das ist doch alles nur Futter hier für mich. Nee. Yes. Oh, Feuerkugel, nice. So, was legen wir ab? Oder nee, ich mach's besser, ich mach. Heal für alle? Wuhu. Feuerkugel schnapp ich mir. Schnapp ich mir. Komm, schnapp sie dir. Komm, schnapp sie dir. Feuerkugel. Wer ist erfolgreich verteidigt? So, jetzt können wir nämlich auch R-Einheiten angreifen mit unserem Hero. Was ist das hier für ein? Jetzt bloß ein Schutzzauber. Also ein Wächterzauber. Oh, oh. Quelle der Macht, ich komme.
Und der Gesundheit, das ist nicht die Quelle der Macht. Nein. Wenn das solche weißen Punkte von Maps sind, denke ich jedes Mal, ich habe eine Einheit hinter mir gelassen. Oh, Jessen. Was Oh ist ja. das, Mann? Was ist es, Diese Mann? Energien kommen aus Mann, Mann, jedem Mann. Teich hier. Aus dem Teich. Jeder Orks. Die brennenden Meister haben diese Quelle unseren Schutz überlassen. Ihr Na. seid nicht würdig, dieses dunkle Wasser zu trinken. Ich fresse euch. Weiß nicht, was ihr seid oder wem ihr dient, aber niemand stellt sich mir in den Weg. Einfach gefressen. Juhu. So. Muss ich jetzt warten, bis die verdaut sind? Nee, das werde ich auch. Große Macht geht von dem Teich aus, aber ein Dämonenfluch verpestet ihn. Ich bin schon verflucht. Wenn dieses Wasser mir den Sieg über Szenarios bringt, trinke ich es. Nein, das widerspricht allem, was uns der Kriegshandling lehrt. Die Wut darf nicht wieder über uns kommen. Ja, hier, Artus, sein Bruder. Artus? Ujo! Blutorg oder was? Arthas, Arthur, Leute. Ey, das ist ja wie Prinz Arthas, oder? Wird jetzt zum Bösewicht. Okay, alles wurde zu Rot gewandelt. Aber sind wir jetzt stärker oder was? Sehen einfach anders aus. Jetzt können statt normaler Orkeinheiten Teufelsorks ausgebildet werden. Okay. Jetzt habe ich den Vergleich ehrlich gesagt nicht. Gegen alle Russen. Ah, okay, klar. Chaos Damage. Ah, logisch. Musste noch mal lesen. Ach was. Ach was. Quass. Ach was. Teufelsschamanen. Mal gucken. Wo haben wir denn die Teufelsschamanen? Hier. Häuptling, Ah, das sind diese die. Kreaturen setzen uns schwer zu und ihr Heilgott lauert immer noch im Wald. Können wir ihn überhaupt besiegen? Schwachsinniger Fackeln. Niemand Richtig. ist unbesiegbar. Wenn wir leben wollen, muss dieser Szenario sterben. Nee, was ich sagen wollte ist, ich muss mal diesen Schaman angucken. Ist der gestorben hier oben? Ich hatte doch noch. Ah nee, das ist er ja hier. Hexenmeister, richtig. Feuerblitz, unheilige Raserei, verkrüppeln. Nicht schlecht. Vor allem der hier, ne, der stand halt auch noch. Kann ich ja mal in Erinnerung behalten. Jetzt gehen wir erstmal zurück. Zum Portal. Große Menge Units? Ah, mehr, oder? Ist schon mehr geworden. Aber oh, sollte noch passen. Alles nicht so tragisch. Wir greifen jetzt einfach von hinten an. Ja! Ja! Bisschen. Nom 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 nom. Verdauen? Ah ja. Wäre zum Beispiel auch geil, wenn die sich jetzt heilen würden. Weiß ich. Auch der Teufelskodo hat keinen Bock, sich zu heilen. Ja, klar. Jo, und jetzt versuche ich mal was. Und zwar mit Katapulten, das hier anzugreifen. Geht nicht. Geht näher ran. Komm schon, komm schon. Es muss reichen. Reicht das? Schießen die? Schießen nicht. Doch, schießen. Oder ich breche jetzt einfach hier durch die Bresche durch. Ist das hier überhaupt zum. Kommt man überhaupt durch? Ist doch eine. Eine Klippe hier, oder so, ne? Ich denke mal, das ist eine Klippe. Das heißt, wir müssen dann doch frontal angreifen. Okidoki.
So machen wir das. Zero problemo, amigo. Die anderen müssen ja auch irgendwie zu uns kommen, von daher. Wege scheint es zu geben. Wahrscheinlich direkt hier lang. Also hier lang, hier lang, hier lang, hier lang, hier lang, hier lang, hier lang und dann hier rüber. Beinbär. Okay, also starten wir unseren Angriff von hier. Oder von hier unten. Wäre eigentlich auch geil, oder? Von oben. Ah, komm, wir greifen von unten an. Ich meine, der Gegner ballert immer von oben und wir gehen. Ja, es ist dir gerade noch gesagt. Fail, super Fail. Aber wie auch immer, wir können ja trotzdem weiter von oben angreifen und wir bahnen uns den Weg von unten durch. So soll es geschehen. Schon mal ein Power. Lässt sich nicht birren, der Kollege, ne? Macht einfach mal weiter hier. Ja. Oh, ich glaube, das schafft sogar. Außer noch ein Hit. Crit. Ja. Ja. Diese Macht. So, nehmen wir den mal mit. Und dann ist ja noch ein Platz frei für Kodo. So, den wieder zum Reparieren. Volle Mannschaft. Ab geht's. Ja, ist schon ganz geil hier. Gute Leute am Start. So, schauen wir mal. Worauf fokussen wir zuerst? Hier unten, oder? Lassen die Gegner alle auf. Setzen einen Heilzauber. Ah, ne, Statusfalle ist gut. Statusfalle. Heilzauber. Dann machen wir den hier an. Und fressen noch ein paar Einheiten. Den und den. Wäre so geil, wenn wir so einen großen Baum fressen könnten. Jo, einfach wegfressen. Nom, 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 nom. So, gut. Hier ist noch eine Unit. Jetzt keine Verluste, Freunde. Heilschutz. So, jetzt holen wir uns erstmal hier den Baum. Feuerblitz. Geht das überhaupt? Nee. Passt doch. Easy, Leute, easy. Ja, moin, was machst du hier? Sag euch, die nächste Einheit, die spawnt, die kriegt einen Feuerblitz ins Gesicht. Ja, die sollen wir schön bauen und ihre Ressourcen verschwenden. Oh Gott. Immer baut schön. Kommt, hier kommt noch. Ja, ich bin gut, okay. Muss ich wohl das Haupthaus zerstören? Oh. Also. Schon eine geile Kombi. Einfach rein und Heilzauber ballern. So, können die immer noch bauen? Wollen wir jetzt das Hauptgebäude zerstört haben? Ich hoffe nicht. Ah, könnte sein. Stufe 7. Jo! Was machen wir denn? Doppelte Illusion, oder? Ja. So, dann lasse ich die Kunden, ne, die Kollegen einfach mal ein bisschen stehen. Reparier das Katapult. Und dann würde ich sagen, bauen wir einfach mal noch ein Katapult mehr. Und dann tauschen wir die aus. Oh, wobei hohe Kosten, ne, dann doch nicht. Nö, nö. Plündern habe ich noch nicht gemacht. Erforscht. So. Da hätten wir es doch. Schaut ganz gut aus, ne? Szenario fehlt noch. Der ist ja jetzt hier schon. In der mittleren Base. Ja, die Frage, ob wir den jetzt hier schon wegholen wollen. Da ist er ja, da kommt er an. Na Moinsen. Grüß dich, ich fress dich, ich fress alle Einheiten hier, ist doch kein Problem. Easy. Oh, jetzt habe ich eine Einheit verloren. Ist doch egal. So denn? Wir den ja einfach noch hinsetzen. Stasisfalle. Er stirbt ja auch mal eigentlich. Wie hat der denn? Was?
Okay, kann er auch, also kann er noch irgendwas anderes als alle in die Luft wirbeln? Was ist los mit dem? Ja, wenn er nur das kann, dann ist er ja ganz schön armselig. Aber er hat halt super viel HP. Kann man gar nicht sehen. Doch, 3600. Jo. Okay. Ja, aber ist doch machbar. Was gibt's denn noch für eine Nebenquest? Wo ist noch die? Boah. Soll ich mal. Los geht's. Alle rein hier. Alles drin. Ich produziere jetzt einfach hier massiv Einheiten und schicke die alle rein. Was soll das? Hüller geht's. War schon tot? Leute. Einfach verpasst? Hat jetzt Tode gekrittet. Jo, easy. Easy. Verpasst, ey. Nein. Okay, Meister, wenn du das sagst, dann machen wir das. Jo, ihr schafft, würde ich sagen, ne? Geil. Also, die Map hat wieder Laune gemacht. Hat gefetzt. War nicht so ein endloses Tier. Ich muss 15.000. Endloses, ich muss hier 15.000 Holz sammeln, sonst können wir hier nicht weitermachen. Und wenn du das ausgibst, dann musst du wieder von vorne anfangen. Ne, das war doch cool jetzt. Hat Spaß gemacht. Nice. Nice Map. Jo, freue mich schon wieder mal einen neuen Teil hier zu haben. Der kommt dann einfach. Alsbald auf YouTube, meine Freunde. Ja, alsbald. Das heißt ja bekanntlicherweise so viel wie zügig. So. Und damit würde ich sagen, ist der Zug erstmal hier abgefahren für die Episode. Ich danke euch fürs Zusehen und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Haut's rein, ciao.